Willkommen zurück zur nächsten Folge Satisfactory Early Access. So, wir werden, denke ich mal, genau die Kettensäge mal eben kurz bauen. Ehrlich, das wird schön, das wird Spaß machen. So, und ich hatte gesehen in den Patch Notes, dass wir mit Doppelklick ja etwas ausrüsten können. Ah, schönes Gerät. Und ich habe gesehen, es gibt Flashline Sound. Naja, okay, gut, ist nicht so beeindruckend. Sicher. Okay, wir brauchen Biobrennstoff, um unsere Kettensäge zu betreiben. Und das haben wir hier oben eingelagert. Wenn, wenn. Geht schon los. Okay. Dann schneide ich hier ganz kurz ein paar Bäumchen ab. Nicht so viele. Denn wir haben ja noch anderes vor. Und zwar werde ich mich gleich daran machen. Einen kleinen Moment hier, bevor ich es vergesse. So. Dann werden wir uns gleich daran machen, erstmal wirklich die Eisenproduktion auszubauen. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass ich da zu oft drauf warte. Da ist noch ein Bäumchen. So, weg damit. Das brauchen wir alles nicht. Na, jetzt. Das brauchen wir alles nicht. Doppelklick. Ja, wunderbar. Dann schmeißen wir hier noch die Blätter rein. Die laufen jetzt hier noch wunderbar aus. Und dann müssen wir darauf achten, irgendwann, dass wir das aufs Holz umstellen, die Produktion. Hier zu Biomasse aus Holz. Und hier können wir es dann lassen. Aber wir können ja mal eben schnell die Fabriken nachtanken. Das heißt, die Fabriken, ich meine natürlich die Kraftwerke. Mensch, ist doch klar. Da auffüllen. Und hier. Oh, ich sehe schon. War ich nicht genug dabei? Ah, hier brennen eh Blumen. Halten wir mal ein bisschen was für die Kettensäge. Okay. Schauen wir mal ganz kurz, wie es hier aussieht mit Stangen und Platten. Könnte besser, könnte besser. Gut, die Schmelze haben wir hier einen Vorrat von jeweils 100 Eisenerz, weil sich das aufgestaut hat. Bei der Eisenstange hat sich auch schon ein Vorrat aufgestaut. Auch bei den Eisenplatten ist ein Vorrat, wobei der natürlich nicht ganz so groß ist. Gucken, ob der sich abbaut oder der hält sich ja fast schon konstant. Dann ich sag, bauen wir einen Splitter für einen weiteren Schmelzer oder für zwei Schmelzer und noch zwei weitere Constructor. Kurz einen Blick auf unsere Energieversorgung, ob das denn überhaupt alles hier tragbar wäre. Circa 40 im Verbrauch. Das sollte eigentlich klappen. Okay. Dann setzen wir uns zwei Schmelzen in die To-Do-Liste, zwei Constructor. Und sehen, was uns fehlt. Versteckte Eisenplatten. Wunderbar. Das ist doch kein Problem. Und schon fertig. Gut. Achso, ich brauche ja noch zwei Mercher. Stick. Zack, zack. Und dafür brauchen wir normale Eisenplatten.
dümmsten machen? Kann ich denn schon von einem... Oh. Ich habe mich ab und zu mal immer geärgert, wieso machen die Leute ständig Tab, wenn sie Q drücken wollen und vertauschen das ständig. Das muss sie ja schon gewöhnt haben. Aber jetzt passiert es mir auch selber auch ständig, weil Q und Tab ja echt genau nebeneinander liegen. Das ist ja doch nachvollziehbar. Machen wir das mal auf die 0. Gucken wir mal, ob Helfer da drüber was setzen kann. Hier stört hier. Schneller hier ein bisschen an Höhe gewinnen, dass ich über den Schmelzen eventuell mir noch auf eine weitere Ebene hier bauen kann. Ich habe nämlich die Theorie, oder wie gesagt, ich habe auch schon gesehen, dass ich Gebäude oder auch Förderbänder einfach hinstellen kann, das ganze Fundament abreißen kann, das Ding schwebt dann alles in der Luft. Und das versuche ich jetzt auch mal hinzukriegen. So, Schmelzer. 1 und 2. Jetzt müsste ich das einfach abreißen können. Ja, und da habe ich fliegende Schmelzer. Fürs Provisorium, wie gesagt, das war okay, aber grauenhaft in der Ästhetik. 8. Ne, 7. Auch nicht. 9. Den habe ich gesucht. Okay, welcher stockt mehr? Welcher könnte man eher? Könnte man eher aufteilen? Ich würde sagen, ich teile einfach beide auf, ne? Zack, zack. In 1 hochgezogen. Verrückte Welt hier. Guckt euch das an. Das tut doch in den Augen weh, wa? Eieiei. Das ist echt verrückt. Na gut, aber es geht, also machen wir es. Und dann können wir auch direkt die Constructor da hinten in die Luft setzen. Eieieiei. Ob das so statisch erlaubt ist, ich weiß ja nicht. So. Und dann die 6. Was ist das denn? Wie mache ich denn das? Da muss ich doch mal nachgucken, wie das funktioniert. Das braucht er mir nicht. Links bauen, rechts zurück zum Baumenü. Scroll up, scroll down, Hologramm drehen, hold left, control, eine Leitlinie anschließen. Ich will bauen. Warum baust du mir nicht? Was habe ich jetzt hier verstellt? Kann mir das einer sagen? Das baut er. Das auch. Dann müsste er mir doch auch das bauen. Ah, jetzt geht's doch. So, und dann komme ich hier die Constructor rauf. Hier haben wir
Eisenbarren und da auch. Und hier Eisenstangen, Platten und hier die Stangen. Dann setzen wir hier noch einen Pfosten hin. Und da ein. Binden das alles. Und die verbinden wir einfach mal da runter. So, und schon kommt hier die Produktion jetzt. Sind wir einfach so frech und reißen hier einfach mal alles ab. Plopp, plopp. Plopp. Dreist ist das, wa? Das ist dreist, was wir hier machen. Hätte ich natürlich auch genauso gut stehen lassen können, weil ich da wahrscheinlich eh nochmal hoch muss. Aber jetzt habe ich ja die Bänder und das ist ja so jetzt auch nicht wirklich gewollt und gewünscht. Deswegen lassen wir das jetzt mal wirklich weg. So, und jetzt kommt hier nochmal ein Merger. Fusionator. Sowohl für Platten als auch für. Ah, das wird eng. Die Stangen. Ersten Fusionator verbinden das dann. So. Da oben hatten wir, was hatten wir da zuerst? Ich glaube, das waren jetzt die Platten. Gucken wir mal, wie wir hier dümmsten runterkommen. Wieder nicht. Verständlich, verständlich. Kein Problem. Kein Problem. Da finden wir schon eine Lösung. Andere Seite? Na, komm, andere Seite. Will er auch nicht. Okay, gut, dann gucken wir mal, was der hier so kann oder nicht kann. Das sind die Stangen und die will ich hier rein haben. Dafür werden wir wahrscheinlich irgendwo hier hin müssen. So. Okay, holen wir noch schnell ein bisschen Material, damit das nicht zu teuer ist. Was hier ankommt. Stangen, genau. Und Stangen haben wir hier unten. Da. Na, komm, komm. Da. Und rein da. Dich? Ja, was machen wir mit dir da oben? Was machen wir mit dir da? Gucken, ob ich hier runterkomme. Wird auch zu steil sein, ne? Aber ich glaube, wir kommen der Sache näher. Ja, dachte ich mir doch. Da rein. Und dafür haben wir nicht genug Freiraum, weil wir hier rüber müssen. Also, machen wir was? Ja, was machen wir? Wir gehen übers Lager. Frech, wie wir sind.
Da will ich rein. Ich könnte hier versuchen, mit einer weiteren Stange, die ich hier hochziehe. Oder eher mit einem Fördermast. Komm. Ja, das dachte ich mir schon. Kein Problem, kriegen wir hin. Nicht genügend Freiraum, weil der Smelter, der Constructor hier im Weg ist. Das werde ich jetzt auch nicht mehr durchkriegen, wahrscheinlich. Dann bauen wir es mal dahin. Das müsste ja auch gehen. Das geht, das heißt, wir wollen von hier. Ha! Siehst du? Muss ich nur dumm anstellen, dann macht das. Oh. Macht das Game das schon für einen. Sich schön dumm anstellt, dann wird alles hier vorgekaut sozusagen. Yep. Da muss ich gleich ein Foto von machen, ey. So was Verrücktes. Ist mal davon aus, dass hier mein Spirit ausgegangen ist. Der blinkt hier rot, weil der keinen Spirit mehr hat. Hier habe ich noch ein bisschen was. Und hier ist auch noch ein bisschen was, aber okay. Spannungsspitze. Ah, geschafft. Okay, die haben wir geschafft, die Spannungsspitze. So, da muss ich jetzt echt ein Foto von machen. Das ist ja grauenhaft gruselig und doch wieder witzig. Von wo gibt es hier einen schönen Blickwinkel? Ach komm, machen wir einfach so. Wie geht denn hier auf Foto? Ich versuche mal mit Druck. Ne, P. Ah, Foto. Okay. Und jetzt einfach klicken. Ja, tatsächlich. Gibt es gerade einen schönen Fotosound. Wunderbar. Gut, dann läuft das jetzt auch ein bisschen auf einer erhöhten Frequenz. Sollte es zumindest. Hier wirklich gerade sehr hoch hier die Frequenz, mit der hier die Stangen einlaufen. Dann sehen wir bei den Platten ein bisschen mehr. Oh ja, bei den Platten läuft das hier deutlich besser. Das sieht schon viel besser aus. Bei den Stangen, denke ich mal, wird das jetzt auch gerade wieder ein bisschen besser aussehen, weil wir gerade Stromausfall hatten. Dadurch kam das sicherlich auch zustande. Ja, Achtung, nicht das Band kaputt schneiden. Wunderbar. Das kann ich so aufheben. Zack. Immer mit der Säge hier. Jetzt haben wir so ein Monsterding, dann werde ich bestimmt nicht meine Hände immer schmutzig machen hier, Olle. Blümchen pflücken. Zack. Wäre auch cool, wenn man das als Waffe nutzen könnte. So. Dann haben wir hier die Kabel, die noch laufen. Oh, das läuft gut ein. Dann würde ich sagen, nehme ich, wo ich hier schon stehe, ein paar Kabel mit, ein paar Platten, ein paar Stangen und mache eben einfach einen Forschungs- fertig. Das wird ja, denke ich mal, wird den Vorräten jetzt bestimmt direkt fertig sein können. 1200 ein bisschen. Hups, 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 hassa. Was forschen wir als nächstes? Persönliche Aufbewahrung. Wände. Wände wären, glaube ich, relevant, wenn wir jetzt oben wirklich mit der. Ja, ich habe es jetzt umgetauft von Schmelzerei in Gießerei. Da anfangen wollen. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz so primär. Das sowieso nicht. Das auch nicht. Ja, ich glaube, die Wände wären relevant. Von den notwendigen Rohstoffen könnte ich mir auch beides leisten. Vom aktuellen Inventar. Dann gebe ich aber den direkt ab, dass ich ein bisschen mehr Inventar-Slots kriege. Und im Anschluss gebe ich dann direkt den anderen ab. Wie lange fliegt er? Läuft der Timer?
Dauert 2 Minuten. Okay. Additional storage options have been provided. R&D inflated your pocket dimension and developed a personal storage box accessible in the drone menu. Barrel nuts can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. Das klingt doch schön. Dann schmeißen wir hier noch ein paar Blumen rein. Wir können eigentlich in den 2 Minuten hier nochmal schnell mit der Kettensäge langlaufen. Bis wir das nächste Tier 1 Forschungselement abgeben. Ich würde sagen, dann war es das auch schon wieder für diese Folge gleich. Denn ich wollte ja jetzt nicht mehr ganz so lange Folgen immer machen. Was ich mir jetzt selber dabei feststelle, was ein bisschen schade ist, dass dementsprechend auch weniger geschafft wird pro Folge. Okay, in der Alpha Weekend Session konnte ich hier rüberspringen und kurz E drücken. Jetzt muss ich aber E kanalisieren. Schaffe ich das denn noch? Oh ja, das ist ja jetzt gar nicht so wild gewesen. Komm her hier. So, haben wir die Schnecke. Zack. Nehmen wir den Baum noch mit, 30 Sekunden noch. Dann nehmen wir noch einen mit und gehen zurück zum Hub. Immer noch 20 Sekunden, lieber 20 Sekunden. Wie schnell die Kettensäge ist hier, irre. Na, da kommt er gerade wieder mit seinen Steuer- und Landungsdüsen. Sehr schöne Animation, Wahnsinn. Eine mit richtig viel Liebe zum Detail dran. Herrlich, herrlich. Das leckt jetzt hier ein bisschen, bei mir hatte ich schon die letzte Folge festgestellt. Eigentlich sollte das nicht sein. Schade. Okay. Objektscan muss. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, ich kann mit dem Scanner dann nach Nüssen scannen. Okay, alles klar. Okay. Gehen wir den hier noch einmal ab. Zack, zack. Starte! Drück, 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 drück. Ich kann nicht drücken, jetzt gar nicht drücken. Milestone reached. To ensure optimal use of space, navigation and tidiness, R&D have developed stairs and conveyor walls. Okay, ja, dann glaube ich, würde ich sagen, passt das eigentlich vom Timing ganz gut, dass wir wirklich hochgehen und die Gießerei anfangen. Ja, wunderbar. Ordentlich Betonvorräte. Das kann jetzt wirklich losgehen. Dann werde ich noch ganz kurz mein Inventar leeren, ein bisschen Beton einpacken. Und dann kann es auch schon losgehen für die nächste Folge. Dann verabschiede ich mich hier. Sag vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.